Ja, herzlich willkommen zur dritten Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Ich habe ein paar Hinweise. Ich werde sie hier überspringen. Die finden Sie auf dem Dokumentenserver. Jetzt starten wir richtig los. Wir starten im Kapitel 3 und besprechen die Datentypen in C. Ganz kurz zur Gliederung. Wir schauen uns erst die ganzen Zahlen, dann Gleitkommazahlen an, Zeichenketten. Im Prinzip ist das ähnlich wie Grundlagen der Informatik. Wir werden noch auf die Boolschen Typen eingehen, dann auf einfache Datenstrukturen, auf Zeiger und Felder in C und ein bisschen auf die Spezialisierung von Datentypen eingehen. Dabei haben wir immer das folgende Prinzip, nämlich wie werden die Daten im Speicher abgelegt, wie können wir sie definieren, wie können wir sie deklarieren, was können wir damit tun, welche Operatoren haben wir, welche Funktionen gibt es typischerweise. Und zuletzt meistens noch die Ein- und Ausgabe der Typen. Ja, zu den ganzen Zahlen in C, auch Integer natürlich genannt. Was sind die Anwendungsgebiete? Nun, eins haben wir schon kennengelernt. Wir haben die Zählerschleife implementiert beim ersten Beispiel. Wir greifen auch typischerweise auf Felder in C über Integer-Variablen zu. Also der Feldindex muss in C eine ganze Zahl sein. Und wir finden natürlich jede Menge mathematische Berechnungen, also wir haben auch das Beispiel Fakultät schon gesehen. Ein schönes Beispiel sind typische billige MP3-Player, die auf einem 16-Bit-Mikroprozessor basieren. Dort wird alles komplett in Integer berechnet, das heißt die Dekodierung des Audiosignals erfolgt vollständig in Integer-Arithmetik. Bedeutet, dass Sinus-Cosinus-Transformationen rein mit Integer-Zahlen dort berechnet werden, um das Audiosignal dekodieren zu können. Das ist günstiger, als einen Prozessor zu verwenden, der mit Gleitkommazahlen arbeiten kann. Das ist ein schönes Beispiel, weil es zeigt, was alles mit Integer möglich ist. Wir werden natürlich nicht ganz so tief in die Integer-Arithmetik einsteigen. Wir werden uns ein Beispiel mal anschauen, wie wir auch mit Integer ordentlich oder sehr genau rechnen können. Ja, und ein weiteres Anwendungsgebiet sind natürlich die logischen Verknüpfungen. Der Boolsche Typ in C basiert auf Integer. Das heißt, das ist natürlich auch ein großer Anteil, beziehungsweise in der maschinennahen Programmierung auch natürlich die Bit-Logik. Ja, die Codierung kennen Sie auch bereits aus Grundlagen der Informatik. Natürlich haben wir für die Binärdarstellung von Unsigned-Typen die klassische Binärcodierung. Die Vorzeichendarstellung kann sowohl im Zweierkomplement als auch der Standard erlaubt Einerkomplement und Vorzeichenbetrag. Nun, ich persönlich habe das Einerkomplement noch nie gesehen, dass es auf einem Prozessor so codiert ist, aber durchaus möglich ist auch die Vorzeichenbetragsdarstellung. Und ganz typisch, in den meisten Anwendungsbereichen haben wir das Zweierkomplement. Ja, ein Big-Little-Endian-Format ist natürlich prozessorspezifisch. Das heißt, die Zahlen werden nicht unbedingt so im Speicher abgelegt, wie wir das erwarten würden. Also entweder aufsteigend Big oder eben absteigend kodiert mit dem Little-Endian-Format. Und die Schlüsselwörter habe ich auch nochmal zusammengefasst. Das ist Char, Short und Long. Das sind im Prinzip die Basistypen und Unsigned und Signed als Modifikatoren. Eine Besonderheit in C ist nun, dass die Größen der Integer-Typen nicht im Standard festgelegt sind, sondern spezifisch für jede Maschine betrachtet werden müssen. Das heißt, die Datenbreite der Integer-Typen wird durch das Zielsystem bestimmt. Der ISO-Standard von C legt nur eine Mindestgröße fest. So kann auf einem 64-Bit-System beispielsweise Int mit 32 oder mit 64 Bit kodiert werden. Ich habe mal verschiedene Beispiele dargestellt, mal hier ein 16 und ein 32-Bit-System. Der kleinste Typ ist Char, ist auf einem 16-Bit-System 1 Byte groß, Short ist der nächstgrößere Typ 2 Byte und ein 16-Bit-System hat normalerweise für Int auch nur 2 Bytes reserviert. Man kann ganz einfach sagen, der Integer-Typ Int ist der Standardtyp in C und er repräsentiert den Datentyp, der auf der Maschine am schnellsten
ausgeführt werden kann. Und auf einem 16-Bit-Prozessor ist das in der Regel ein 16-Bit-Typ. Ja, der Typ Long muss laut Standard mindestens 4 Byte groß sein. Deswegen ist auch auf einem 16-Bit-System Long schon 4 Byte groß. Und ab dem 1099-Standard wurde der Typ Long eingeführt, der eben mindestens 8 Byte groß sein muss. Das heißt, ein Beispiel für ein 32-Bit-System könnte sein, Character 1 Byte, Short 2, Int 4 Byte, Long ebenfalls 4 Byte oder Long und Long dann eben mit 8 Byte. Es gibt einige 64-Bit-Systeme, bei denen selbst 64-Bit noch Long 32-Bit groß ist. Das heißt, der Typ Long muss nach Standard 32-Bit, also 4 Byte mindestens, umfassen. Er muss aber nicht unbedingt 64-Bit groß sein. Das ist jetzt der große Unterschied zu Java, bei dem der Typ Long mit 64-Bit definiert ist und auf allen Systemen 64-Bit groß ist. Ich habe noch das Beispiel für das 64-Bit-System. Da ist jetzt hier in dem Beispiel eben Long auch schon 8 Byte groß. Aber wie gesagt, das hängt von dem Zielsystem ab. Beziehungsweise es hängt meistens natürlich von dem Compiler ab, der für das System geschrieben ist, ob der Long mit 4 oder mit 8 Byte unterstützt. Der Standard definiert ganz klar die Unterschiede der Typen. Character ist als 1 Byte fix definiert. Short muss 2 Byte groß sein, das heißt, Character ist kleiner als Short. Integer kann 2 Byte groß sein. Integer muss mindestens 16 Bit, also mindestens 2 Byte groß sein. Deswegen ist jetzt hier die Relation Integer ist größer gleich dem Short, kann aber auch genauso groß sein. Und Long muss eben 4 Byte groß sein. Auch hier Int kann 4 Byte groß sein. Muss nicht unbedingt 4 Byte groß sein, deswegen auch hier diese kleiner Gleichbeziehung. Letztendlich können wir uns im Standard eben nur sicher sein über die Mindestgrößen. Also Character ist definiert als mindestens 1 Byte, Short als 2 Byte und Long als 4 Byte, Long dann als 8 Byte. Die Größe von Int ist wie gesagt abhängig vom Zielsystem oder ob ein Short quasi mit 4 Byte auch gleich kodiert wird, das ist abhängig vom Zielsystem. Das heißt, als Warnhinweis, wir merken uns, Achtung, es ist letztendlich nur der Typ Char mit der Größe 1 Byte standardisiert und wir können uns jetzt noch ein bisschen weiter aus dem Fenster legen. Es gibt Systeme, da ist das Byte mit 9 Bit kodiert oder 4 Byte mit 36 Bit kodiert. Das heißt, auch das ist zulässig nach dem C-Standard. Also es ist nicht zwangsweise so, dass 1 Byte genau mit 8 Bit kodiert ist. Wir können beim Übersetzen auslesen, was denn der Compiler tatsächlich unterstützt. Diese systemspezifischen Werte lassen sich aus der Datei limits.h auslesen. Wir finden dort zum Beispiel ein int-max oder ein uint-max, short min etc. Ich habe da im Buch und werde das in den Foliensatz noch mit reinstellen, die Tabelle 3.4 als Beispiel. Typische Wertebereiche habe ich mal eines 32-Bit-Systems. Das ist die Tabelle 3.2 im Buch, beziehungsweise stelle ich eben auch in den Foliensatz noch zur Verfügung. Typische Wertebereich sind unsigned Character. Das ist, entspricht jetzt auch unserem System. Also der Virtual C IDE also ist ja auch ein 32-Bit-System. Das heißt unsigned Character, 8-Bit. Wertebereich 0 bis 255. Das Signed Character, wir erinnern uns, Zweierkomplement minus 128 bis 127. Dann das gleiche für Short. Für Short eben von 0 bis 65.535 und entsprechend Vorzeichen behaftet. Dann die 32.000 Integer bzw. Long haben wir hier mit Unsigned eben diesen 4 Milliarden oder Int eben diesen grob plus minus 2 Milliarden. Letztendlich ist beim Programmieren wichtig, wo die Grenzen sind. Wir werden selten die Grenzen ganz ausschöpfen. Das heißt, wenn ich im Bereich bis 2 Milliarden arbeite, dann ist Long auf dem System
oder Int auf dem 32-Bit-System, okay, wenn ich weiß, dass ich über 2 Milliarden arbeiten werde, dann werde ich nicht schauen, komme ich genau an die Grenze, sondern werde lieber mit Sicherheitsabstand arbeiten. Das heißt, ich würde dann auf den Typ Long Long, der ab C99 eben zur Verfügung steht, umsteigen. Ja, wenn Sie an die Portierung von C-Programmen denken, also ich kann aus Erfahrung sagen, es ist ein Unterschied, ob ich auf dem Mac programmiere oder auf einem Windows-Rechner programmiere. Es ist ein Unterschied, ob ich auf den Systemen unter 32-Bit oder 64-Bit das Ganze übersetze. Das heißt, wenn ich plattformunabhängig C programmieren möchte, also mein Programm auch auf anderen Plattformen nutzen möchte und das Programm sollte sich dort natürlich gleich verhalten, dann macht es Sinn, ab eben auch dem C99-Standard die bitgenauen Datentypen von Integer zu verwenden. Sie bekommen das, wenn Sie Standard int.h einbinden, dann stehen Ihnen mindestens laut Standard folgende Typen zur Verfügung, eben ein int 8, int 16, int 32, int 64 als vorzeichenbehaftete Integer-Typen, beziehungsweise ein uint 8, uint 16 etc. als vorzeichenlose Typen. Das Unterstrich T weist darauf hin, dass es kein Standarddatentyp ist, sondern ein zusammengesetzter Typ. Wir werden das später auch noch kennenlernen, wie man solche Typen zusammenbauen kann. Ja, kommen wir zur Eingabe von Integer-Konstanten. Wir haben das im ersten Beispiel ja schon genutzt. Wir haben Integer i gleich 0 oder f gleich 1 zugewiesen. Das heißt, im Fachausdruck haben wir Literale verwendet, also Ganzzahlenausdrücke sind Literale, die im Quelltext vorkommen. Und da gibt es in C die Besonderheit, dass einzelne Zeichen als Integer gewertet werden. Das heißt, unser Charakter-Literal ist tatsächlich als Integer-Literal angesehen. Wir können also Zahlen in C ausdrücken als einzelne Zeichen, in Dezimalform, Oktalform oder Hexadezimalform. Standardmäßig ist jeder Datentyp, also ein einzelnes Charakter oder eine Integerzahl wie 0 oder 1, wird vom System beim Übersetzen als Integer-Typ erkannt. Ich kann mit Hilfe eines sogenannten Suffix, einem Int-Suffix, den Typ anpassen und sagen, der Typ ist jetzt nicht Integer standardmäßig, sondern unsigned Integer, was ich benötige, wenn ich auf einem 16-Bit-System über die 32.767 gehen möchte. Dann muss ich natürlich dem System sagen, diese Zahl sprengt den Standard-Int-Wert, aber ich möchte zum Beispiel auf die 40.000 mit unsigned gehen. Ich möchte Ihnen mal ein paar Beispiele in die Folie einzeichnen. Fangen wir an mit dem Charakter-Literal. Also in einfachen Hochkommazeichen zum Beispiel das A wäre der Buchstabe A, ASCII-Code kodiert, also die 97 Dezimal. Oder was wir auch in der letzten Vorlesung schon gesehen haben, wäre der Zeilenumbruch, also ein Backslash N. Das sind zwar zwei Zeichen in Hochkomma, aber das Backslash ist eine sogenannte Escape-Sequenz, auf die wir gleich im Anschluss noch eingehen werden. Das heißt, Backslash N repräsentiert eigentlich das ASCII-Zeichen Newline und das entspricht dem Dezimalwert 10. Dezimal, glaube ich, ist einfach. Die Zahl 0 ist ein schönes Beispiel für ein Dezimalliteral. 4711, auch ein schönes Beispiel, Dezimal. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir dürfen keine führenden Nullen in C verwenden. Also 007 wäre ein falsches Dezimalliteral, denn eine führende 0 weist auf ein Oktalliteral hin. Das heißt, 007 ist oktal notiert, also es kommt aus der Zeit, wo man statt der 0 auf der Schreibmaschine das O getippt hat. Das heißt, dass die führende 0 entspricht einem O für Oktal und danach kann ich oktal notiert
die Zahl kodieren. Das heißt, es sind nur Ziffern zwischen 0 und 7, also Oktal ist ja Basis 8, Ziffern zwischen 0 und 7 erlaubt. Deswegen die schöne Anmerkung, 0815 in C ist verboten. Das ist ein lexikalischer Fehler. Ja, die Hexadezimal, heute interessanter als Oktal. Also Oktal ist natürlich dann interessant, wenn Sie ein System haben, was 3-Bit orientiert ist, wie ein 9-Bit breiter Bus. Dann haben Sie 3x3-Bit, dann kann man das sehr schön Oktal kodieren. Hexadezimal ist natürlich sehr viel interessanter heute, um den Speicher anzusprechen, um bestimmte Bits im Speicher zu setzen oder zu löschen. Wir fangen auch hier hexadezimal mit einem 0 an als Kodierung, gefolgt von einem X. Das kann klein oder groß sein, also zum Beispiel 0xCAFE, also 0xCafé oder 0x mit groß Affe oder 0xAD. Suffix habe ich schon angesprochen. Wir haben ein kleines oder ein großes L für long. Das heißt, wenn auf eine Dezimal-, Oktal- oder Hexadezimalzahl ein L folgt, dann wird die Zahl nicht als Integer, sondern als long interpretiert. Also zum Beispiel 47.110L wäre auf einem 16-Bit-System dann long, also 32-Bit, kodiert. Oder 1L, man muss bei dem L immer etwas aufpassen. Die meisten Zeichensätze unterscheiden sich kaum zwischen 1 und L. Oder sehr schön in Hexadezimal AU, AU. Das U ist dann unsigned, das heißt die Zahl ist vorzeichenlos kodiert. Oder wenn sie auch noch long sein kann, kann ich auch Hexadezimal faul eingeben, also 0xFA. Und dann unsigned long UL. Ob ich das U und das L schreibe oder LU, ist dem C-Compiler egal. Deswegen kann ich auch blue schreiben, beispielsweise. Allerdings aufgepasst ohne E. Das E wäre dann wieder ein syntaktischer Fehler. Ja, soweit der erste Teil. Wir schauen uns im zweiten Teil gleich an, wie wir Integer-Variablen definieren können. Da kommen dann unsere Literale zum Einsatz. Bis gleich.